Wettbewerb. Das bedeutet für viele Lesben, besser, schneller und vor allem skrupelloser sein zu müssen als die Männer in den Führungsetagen. Charlie Schneider ist bei allem Erfolg nicht nur fair geblieben, sondern auch eine Frau. Und was für eine. Sie hat mit viel Arbeit und Hingabe dieses Restaurant aufgebaut, das ihren Namen völlig zurechtträgt, weil es immer ein bisschen glänzender und glamouröser ist als andere. Jetzt guck nicht so, die meint wirklich dich. Es ist doch bestimmt mit einer Menge Kohle verbunden. Einige werden es mitbekommen haben, wir mussten kurzfristig umdisponieren. Aber dabei ist uns klar geworden, dass es eigentlich von Anfang an gar keine Alternative gegeben hat. Begrüßen Sie mit mir die diesjährige Preisträgerin des schwul-lesbischen Unternehmerpreises. Ja, Charlie, Sie müssten schon hierher kommen. Ich fürchte, aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus. Los, hol dir den Preis. Für eine Frau, die diese Auszeichnung verdient hat. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Vielen Dank, liebe Freunde und Freundinnen. Ich weiß immer noch nicht richtig. Ich glaube, es handelt sich hier um eine Verwechslung. Also das ist eure letzte Chance, die Sache noch gerade zu biegen. Also gut, dann... Ja, dann werde ich mich stellen. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ich zu der Ehre komme, aber ich muss den Preis ja glücklicherweise nicht vergeben, sondern einfach nur entgegennehmen. Danke. Also, Prost, Kinder. Auf die Lesbengeschäftsfrau des Jahres. Sehr geistreich. Sag mal, wo ist eigentlich Stella? Ich weiß auch nicht. Sie sah irgendwie so aus, als würde sie das hier nerven. Dann ist sie abgehauen. Sie ist gegangen? Ja, kurz nachdem du deinen Preis in der Hand hattest. Ja, komisch. Ich meine, hier habe ich mehr oder weniger den Preis zu verdanken. Ohne sie wäre ich ja gar nicht hier. Entschuldigung, ich wollte Ihnen doch wenigstens noch einmal persönlich gratulieren. Etwas privater als eben. Danke, herzlichen Dank. Ich bin ja so froh, dass es mir gelungen ist, die Jury zu überreden, von Carla von Lahnstein abzurücken. Ja, wieso eigentlich? Ich habe das vorhin nur am Rande mitbekommen. Naja, das hätte dem Image unseres Preises nicht gut bekommen, ausgerechnet Waffenhandel. Die hätten uns doch gleich wieder als Kampflesben und Amazonen bezeichnet. Aber an Carla von Lahnstein denken Sie dabei nicht. Was kann ich denn dafür, wenn die sich sowas einbrockt? Ich weiß nicht, wie gut Sie Carla von Lahnstein kennen. Für mich ist sie jedenfalls der integerste Mensch, den ich kenne. Oh. Sie halten sie für unschuldig? Hundertprozentig. Wie dem auch sei. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, dass wir uns für einen ehrlichen und aufrichtigen Preisträger entschieden haben. Aufrichtig. Stella! Oh. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich bin nur ganz überrascht, Sie hier zu sehen. Ja, überrascht bin ich auch. Sie hatten sich doch extra freigenommen. Gab es einen Notfall oder warum sind Sie nicht mehr auf der Preisverleihung? Nein, nein, ich habe mich nur kurzfristig anders entschieden. Solche Veranstaltungen sind nicht wirklich mein Ding. Dabei haben Sie ja nun wirklich ein Händchen in der Vorbereitung solcher Events. Naja, aber vielleicht erinnert Sie das alles auch zu sehr an Ihre Arbeit. Das weniger. Aber wie die Leute sich dort manchmal aufhören. Tja, es ist auch immer eine Bühne für Eitelkeiten.
Sie sagen es. Selbst Menschen, die man glaubt, gut zu kennen und von denen man das nie gedacht hätte. Ja. Gute Nacht. Ich glaube, ich weiß jetzt, weshalb Stella sich aus dem Staub gemacht hat. Weshalb denn? Dieser Preis war eigentlich für Carla gedacht und sie wird wegen des Waffendeals verhaftet und keiner fragt, ob sie unschuldig ist oder nicht. Und deshalb ist sie abgehauen, ohne Tschüss zu sagen? Überleg doch mal, Olli. Es muss doch Stella wehgetan haben, dass ich dann den Preis mit breitem Grinsen entgegennehme. Aber ich war in dem Moment viel zu perplex, um über die Hintergründe nachzudenken. Das stimmt. Warum hast du ihn dann nicht abgelehnt? Vermutlich hätte ich das tun sollen. Übertreiben Sie jetzt nicht ein bisschen. Das, was ich vorhin über Carla von Lahnstein gesagt habe. Nicht so schlimm. Alles, was ich gesagt habe, meine ich. Respekt. Mich hat sehr beeindruckt, wie Sie für Carla von Lahnstein Partei ergriffen haben. Wenn alle Lesben so solidarisch wären wie Sie, dann wäre unsere Gesellschaft schon ein ganzes Stück weiter. Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, darf ich noch mal um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ich habe nicht viel mit meinem Leben angestellt, außer zu arbeiten. Trotzdem muss ich diesen wunderbaren Preis ablehnen. Ich habe ihn nicht verdient. Ich bin nicht lesbisch. Und ich muss mir den Vorwurf machen, mich gegen den Eindruck, der entstanden ist, nicht genug gewehrt zu haben. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es egal ist, wen wir lieben, ob es eine Frau ist oder ein Mann. Entscheidend ist, dass wir die Menschen lieben und respektieren, die uns nahestehen. Und genau aus diesem Grund kann ich den Preis nicht annehmen. Es tut mir leid, wenn ich viele von euch enttäuscht habe. Ach, Charlie. Sie ist echt schwer in Ordnung. Das ist sie. Deine Rede gestern. Das war ganz große Oper. Ach was. Absolut Oscar-reif. Damit hast du alle ins Herz getroffen. Jetzt hör mal auf, ich habe nur die Wahrheit gesagt, sonst nichts. Deshalb ja. Denn da gehört Größe dazu, sie auszusprechen. Hast du das von einem Kalenderblatt? Warum sonst haben wir alle verziehen, hm? Und wenn es mir darum gar nicht geht, Olli? Worum denn dann? Darum, was Stella für ein Bild von mir hat. Hast du denn schon mit ihr besprochen? Dazu müsste sie erst mal ans Telefon gehen. Aber das ist ja auch sowas wie eine Antwort. Das wird schon alles werden. Ich weiß nicht. Sie ist wütend auf mich, mit Recht. Ich hab sie enttäuscht. Du warst in dem Moment einfach überfordert. Und dass du diesen Preis abgelehnt hast. Das wird sich auch bald rumsprechen. Ja, und dann? Dann steckst du allerdings in der Bredouille. Wieso das denn? Na, deine Rede. Dass du endlich erkannt hast, dass man Menschen liebt und nicht Männer oder Frauen. Oh, das hab ich gesagt. Mhm. Und zwar vor Zeugen. Oh je. Los!